Wenn nun das Screening ein Risiko für Mangelernährung aufzeigt, wie geht man eigentlich vor? Ja, wenn das Screening positiv ist, dann sollte eine detailliertere Untersuchung folgen. Das nennt man auch Ernährungsassessment. Ein Ernährungsassessment sollte von Fachexperten wie Diätologen oder Ärzten durchgeführt werden und es beinhaltet viele verschiedene Untersuchungen. Zum einen ist die Suche nach Ursachen sehr wichtig oder auch eine sorgfältige klinische Inspektion. Es müssen aber auch medizinische Aspekte, soziale Aspekte und psychologische Aspekte berücksichtigt werden. Anthropometrische Messungen können durchgeführt werden. Eine Bestimmung der Körperzusammensetzung bietet sich an und viele weitere Faktoren. Was ist sonst noch wichtig bei einem Assessment? Ja, es soll auch noch die Nahrungszufuhr berücksichtigt werden und ein eventuelles Energienährstoffdefizit berechnet werden. Dazu eignen sich ganz gut Ernährungsprotokolle. Wir nennen sie auch häufig Tellerprotokolle. In diesen Protokollen wird sehr genau dokumentiert, was und wie viel jede Person gegessen hat. Durch ein Ernährungsprotokoll bekommt man einen genaueren Eindruck hinsichtlich der Nährstoffversorgung der Patienten. Dabei werden alle verzehrten Lebensmittel und Getränke mit möglichst genauen Mengenangaben notiert. Anschließend kann dann die aufgenommene Energie- und Nährstoffmenge berechnet werden. Wichtig dabei ist, dass man sich auch die Sollzufuhr berechnet, damit man einen Vergleich ziehen kann. Nicht nur die Energiezufuhr, sondern auch die Flüssigkeitszufuhr und im Speziellen auch die Eiweißzufuhr und die Mikronährstoffzufuhr sollen hier berücksichtigt werden. Welche Punkte sollten sonst noch berücksichtigt werden? Bei einem Ernährungsassessment ist es unbedingt notwendig, die Ursachen systematisch zu hinterfragen. Denn Beeinträchtigungen und Probleme bei der Nahrungsaufnahme können sehr gute Ansatzpunkte liefern für adäquate Ernährungsmaßnahmen. Wichtig ist es auch, die Vorlieben und Abneigungen der Personen zu erfragen und zu berücksichtigen, sowie ob eine Konsistenz der Speisen eventuell geändert werden muss und ob Nahrungsmittelunverträglichkeiten vorliegen. Gibt es da vorgefertigte Assessment-Instrumente? Assessment-Instrumente gibt es weniger wie Screening-Instrumente. Ein paar aus der Literatur können jedoch an dieser Stelle genannt werden. Zum Beispiel existiert das Subjective Global Assessment, SGA, oder auch für die Pflege das PEMU, das wäre die pflegerische Erfassung von Mangelernährung und deren Ursachen. Man könnte auch die Langform des MNA verwenden, den wir vorhin gerade kennengelernt haben. Und für die Diätologie wäre ein mögliches Instrument das SNAP, das Short Nutritional Assessment Procedure.